kein Tag ohne EA-Fail, aber unabhängig davon richtig krasse Leaks, ein neuer Season Pass. Schauen wir uns alles in diesem Video an, Freunde. Es ist wirklich zum Mäusemelken, um es nett zu sagen. Heute Morgen, wer es schon gesehen hat, machst du die Konsole an, machst du die Companion App an, willst du dir eigentlich den Season Pass anschauen? Und dann siehst du einfach, hey, die Akademiespieler haben endlich ein dynamisches Bild bekommen. Siehst dann deinen Rodri und denkst dir, hä? Ist der jetzt zu Betis Sevilla gewechselt? Oder seit wann ist Rodri linke Flügel? Haben wir schon das Shapeshifter-Event? Ja, irgendjemand hat schon wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Ja, eigentlich war es ja der Rodri, der wirklich bei Betis Sevilla spielt, hat allerdings vom Manchester City Rodri dann das dynamische Bildchen bekommen. Auch ein weiterer Spieler wurde noch durcheinander gebracht. Und mittlerweile ist es schon korrigiert. Ja, was heißt korrigiert? Es wurde zurückgenommen, aber die neuen dynamischen Bildchen, die eigentlich da sein sollten, sind noch nicht da. Ja, ich kann es euch gerne mal zeigen. Schaut es gerne nach, wer es noch nicht gesehen hat. Ihr habt jetzt, was ich nice finde, super Add-on für die Evolution, unabhängig von dem Feld schon wieder. Aber wir haben jetzt endlich hier dynamische Bilder bekommen. Gertruda sieht dann natürlich noch viel geiler aus mit dem Design. Ja, kommt ja auch noch eine Mittelfeld-Evolution, Kosuno für die Leverkusen-Fans, Bundesliga-Fans, auch Deutsche, Bayern, Mönchengladbach und so weiter, Tolkien, Herr der Ringe. Sehr, sehr cooles Add-on mit den dynamischen Bildern. Macht natürlich die Evolutions gleich noch ein Stück besser. Ne? Sagen wir mal so viel dazu. Der Grundgedanke ist nice, aber die Umsetzung mal schon wieder. Du kommst echt nicht mehr hinterher. Jeden Tag findest du da irgendwas. Sind wir zu streng? Was sagst du dazu? Mach mir gerne den Daumen nach oben, wenn du sagst, ey, du kannst es auch nur noch mit Galgenhumor nehmen, was ihr da fabriziert. Weil ich glaube nicht, dass wir zu streng sind. Wir schauen nicht einfach genau hin für das Spiel, was wir alle lieben. Und wenn sie uns jeden Tag so einen Fehler liefern, dann dürfen sie sich nicht beschweren. Ist ja das Gleiche, wenn die Bayern-Fans über Thomas Tuchel reden. Da machen wir jetzt in diesem Video lieber mal einen Mantel des Schweigs drüber. Das war ja, wir wurden unserem Kimmich-Upgrade, unser Kimmich-Upgrade kommt nicht wegen dieser katastrophalen Leistung da vom FC Bayern gestern. Aber ja, mei, es wurde uns versprochen von EA, dass sie zukünftig die Prozesse besser durchleuchten werden, um solche Fehler zu minimieren seit dem Mestigate. Und jeden Tag ist wieder irgendwas anderes. Mal schauen, was noch auf uns zukommt. Das sind wahrscheinlich auch die Spiele oder die Fehler, die wir im Spiel aktuell inklusive haben. Egal. Der Content an sich wäre so viel besser, als wir, ja, als sie vielleicht das Feedback bekommen, weil sie sich da immer selber ein Stück weit dann im Weg stehen. Wir haben auch heute im neuen Season Pass, den wir uns gleich anschauen, einen Merlin, einen Zauberer. EA hat den von Marseille nach Nantes gezaubert. Der spielt eigentlich für Marseille, habe ich nachgeschaut gerade. Hat allerdings eine Karte aus Nantes. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, aber auch hier nächster EA-Fail und so weiter und so fort. Aber jetzt gehen wir mal in die schönen Dinge rein. Ich freue mich total aufs Wochenende. Ich liebe es. FC24, den Content, den Menü zu grinden, und ich hoffe einfach nur, dass EA Team 2 geil macht, dass der Grind kommt, dass 83x10er zurückkommen, dass coole Evolutions kommen und dass wir geile eigene SBCs bekommen, weil nämlich der Grind ist aktuell ein bisschen schwer. Ich weiß gar nicht, welche SBC ich derzeit machen möchte. Wir haben zwei Future Stars eigene SBCs bestätigt. Einer davon soll Innenverteidiger sein. Wer könnte es denn sein? Laurent Blanc und so weiter. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da schon was wisst. Sobald ich was dazu weiß, gibt es einen Short. Es ist nämlich auch Carlos Puyol beschäftigt. Den könnte es hier auch treffen. Bestätigt, Entschuldigung. Soll entweder in Team 2 sein oder kommt als SBC. Carlos Puyol mit guten Stats, 1,74 ist der, glaube ich. Aber eine absolute Barca-Legende, könnte definitiv eine interessante Karte werden und wahrscheinlich auch nicht zu teuer. Dave Smith, die kennen wir noch aus dem Season Pass. Die Centurion-Karte gab es ja, kriegt jetzt eine weitere Karte. Auch in Team 2 mit dabei. Hat sich gut spielen lassen, muss ich sagen. Ja, einer der Headliner im Team 2, ich glaube, seine vierte Karte, oder? Centurion, was haben wir noch? Boah. Weiß gar nicht, Centurion, dann die zwei Versionen hat er da. Nicht nur die Centurion, sondern die zwei Versionen. Ich weiß gerade nicht genau. Dynastie, da haben wir ja eine SPC bekommen, glaube ich, und eine teurere Version. Und jetzt kommt eine neue Zinedine Zidane-Version. Was für mich top ist, Karte werden wir wahrscheinlich nicht ziehen. Werden wir uns auch nicht kaufen, weil es zu teuer sein wird. Aber das dynamische Bildchen, da aus seinen jungen Jahren,
finde ich einen riesengroßen Win. Sehr, sehr geil. Auch Zico, eine weitere Spezialkarte, haben auch schon einige, wird kommen. Oh, hier haben wir doch wieder mal FC Bayern, Entschuldigung. Rivaldo ist bestätigt, hat auch schon eine Karte. Ja, mei, so ist es halt, ne? Ich finde die dynamischen Bilder bei den Future Stars sind nice. David Beckham, definitiv, ich war ein kleiner David Beckham-Fan. Als ich so jung war wie ihr, Freunde, jetzt gehöre ich zur gehobenen Generation und somit ist es für mich schon sehr cool, dass mich solche Fotos dann auch nochmal an diese geile Zeit erinnern, wo bei Manchester United dann wirklich schon auch die Fußballwelt auf den Kopf gestellt hat. Cannavaro genauso beim FC Parma oder war es AC Parma? FC Parma, glaube ich, mit Buffon damals. Und jetzt zu den Future Stars vom Team 2. Manchester United, ja, mit einem zweiten Spieler mit dabei. Manchester United, scheiße in Form, aber das interessiert ihr nicht, denn Højlund an sich ist ein verdienter Future Star. Der Kerl hat für Sturm Graz gespielt, der Kerl hat in der italienischen Serie A, ist jetzt relativ jung, kommt immer besser rein. Wird eine coole Karte sein, so ein günstiger Haaland. Lewis dann von Manchester City mit dabei. Baka, viele von euch lieben diese UCL-Karte, ist mit am Start. Bin ich gespannt, was sie kosten wird. Cannavaro hat man schon. Dann der Palmer vom FC Chelsea, eigentlich so der Einzige, der sich weiterentwickelt bei dem Verein. Ich glaube, der hat auch mal bei Manchester City gespielt. Mal gucken, was der kosten wird. Nico Williams, eine sehr, sehr interessante Karte. Seinen Bruder kennen wir ja schon sehr etwas länger. Er ist dieses Jahr mit dazugekommen. Sehr schnelle Karte. Der hat 4-5, glaube ich, auf einer anderen Spezialkarte. Könnte cool werden. Und endlich, BVB-Fans, wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn? Euer Moukoko kommt und vielleicht kriegt ihr sogar noch ein Beino Gittens dann in der neuen Evolution. Mal gucken, was uns da EA vorbereiten wird. Salma Paraluelo ist dabei. Die Hemd kommt aus SBC. Wer gern mit Flanken spammt, ja, Bug Benny lässt grüßen, der macht sich die Hemp und wird es nicht bereuen. Zwei Upgrades, Road to the Finals sind sicher, bevor wir jetzt den Season Pass anschauen. Guendouzi nach dem Sieg gegen FC Bayern und Donnarumma nach dem 2-0 Heimsieg gegen Real Sociedad. Undav ist wieder POTM der Bundesliga, muss sagen, ist verdient. Ja, ich hoffe, der kann seine Form halten bis zur Europameisterschaft und dann auch die Kohlen aus dem Feuer haben, holen für uns. Evolution, Mittelfeld Evolution. Ich gehe jetzt davon aus, dass es morgen Abend kommt. Die Evolution für die Angreifer kam auch letzten Freitag. Morgen Abend Mittelfeld Evolution, 10 Spieler zur Auswahl. Hoffentlich Beino Gittens, hoffentlich, ja, keine Ahnung, irgendwelche wie Mittelfeldspieler, die wir gut einbauen können, die unsere Teams verstärken. Das mit den neuen Evolution ist ein riesengroßer Win. Vor allem auch mit den dynamischen Bildern. Und das nächste Event ist jetzt auch schon angekündigt. Fantasy, Food Fantasy. Letztes Jahr haben wir Food Fantasy Heroes bekommen. Bin gespannt, was da wieder auf uns zukommt. Zwei Teams soll es geben nach Future Stars. Also dann am Freitag in einer Woche, heute in 8 Tagen. Food Fantasy. Ja, Karten werden normalerweise immer so eine Art Live-Karten sein. Das wird wieder richtig cool mit den Karten. Das ist eins meiner Lieblings-Events und auch gleichzeitig wahrscheinlich das letzte von meinem längeren Urlaub. Daher müssen wir das noch entsprechend gemeinsam suchen. Freue ich mich drauf und hoffentlich hat da ihr auch geilen Content für uns. Hier die dynamischen Bilder von den Evolutions. Alles soweit so gut. Das mit den Kanalpunkten, hätte ich jetzt fast gesagt, das mit den Erfahrungspunkten übertragen hat auch geklappt. 1700, kleiner Kickstart. GG an diejenigen, die das gemacht haben, mir vertraut haben. Freut mich, dass ihr auch belohnt werdet. Und wenn es bei jemandem nicht geklappt hat, tut mir leid, ich habe extra nochmal gestern ein Short-Video dazu gemacht, weil ich im gestrigen Video mich verquatscht hatte und habe es dann vergessen im langen Video. Ich habe es die Woche mehrmals angesprochen. Ich hoffe einfach bei der nächsten Season dann in 27 Tagen gibt es die Hinweise wieder. Keine Sorge, werde ich euch daran erinnern, dass ihr die Season, die Erfahrungspunkte mitnehmen könnt. Haben wir hier ein paar Butterpacks, dann Musa. Ja, die Karte an sich, das ist ein Riesentalent. 4-3 ist okay, kann man mal mitnehmen für ein 88er Rating. Das einzige 1 von 3 Future Stars Spielerpick, der ist geil. Auf den freue ich mich. Level 15 oder 85x7 Pack. Also ab da geht eigentlich der Season Pass richtig los. Cooles Pack, cooler Pick. Ja, mal schauen, was wir da nehmen. Bin ich echt hin und her gerissen. 85x7, wenn es geile SBCs gibt. Und wer den Gamble mag, der nimmt einfach dann Level 15. Einer von 3 Future Stars. Je nachdem, wie es Team 2 dann final bei den Stats aussieht. 84x4, 85+, 84x2, 85x10. Da ist es doch. Ja, wir haben es angekündigt bekommen. Hier ist es endlich. 85x10 Pack. Bin ich gespannt bei Level 20. 18.000 Erfahrungspunkte, wie lange wir da hin brauchen. 87x4 und weitere gute Futterpacks. Und hier ist immer die Frage, wer nimmt hier tatsächlich den Spieler? Da nehmen wir doch sowieso alle entweder das
84 mal 20 oder auch den Future Stars Pick, oder? Hat ja jemand so krass Bock, ist jemand so krass Luis Figo Fan, dass er sagt, hey, ich will den hier haben? Oder seid ihr auch eher wie ich, der sagt, hey, entweder 84 mal 20, je nachdem wie das Team dann in, wahrscheinlich dann auch Food Fantasy aussieht, oder den Food Fantasy Pick? Ja, das ist schon geil. Food Fantasy Pick, hier Future Stars Pick. Ja, wird schwierig, wird eine harte Entscheidung. Wir haben aber jetzt gut 3-4 Wochen Zeit, den ganzen Ding fertig durchzuspielen, die Aufgaben zu erledigen, um halt dann uns zu entscheiden, ob 84x20 oder 1 von 3 Fantasy. Mich würde es freuen, wenn du dem Video noch einen Daumen nach oben gibst. Morgen gibt es ein weiteres Video, jetzt gleich gehe ich noch live. Freut mich, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch schon mal ein geiles Wochenende und ein tolles Future Stars Team 2. Und ich bin natürlich auf der Hut nach jedem weiteren EA-Fail. Es ist sehr, sehr interessant derzeit. Peace.